Hallo meine Lieben, ich dachte, ich mache euch dieses Mal auch wieder einen ganz, ganz entspannten Vlog. Das sind jetzt auch die Art von Vlogs, wie ich sie momentan selber gerne anschaue. Ich mag sowas einfach, wenn sich jemand mit Kleinigkeiten beschäftigt. Also, ja, vielleicht ist Kleinigkeiten nicht das richtige Wort. Ich meine einfach nur so kleine, schöne, alltägliche Beschäftigungen. Und bei sowas schaue ich wahnsinnig gerne zu und vielleicht geht es euch ja genauso. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit. An dem Tag habe ich meine ganzen Sticker, die ich beim Sticker-Update euch vorgestellt hatte, wieder in mein kleines Erinnerungsbüchlein eingeklebt. Und das ist für mich immer so erholsam, das zu machen und irgendwie auch spannend, weil ich wirklich sehe, wie sich innerhalb kürzester Zeit, weil mein Shop hat ja erst am 1. Januar gestartet, doch der Stil verändert hat und wie ich jetzt so irgendwie die Art von Zeichnen finde, mit der ich mich wohlfühle und ja, ich einfach mich immer mehr zu Hause fühle in dem, was ich tue. Ich hatte ja euch schon mal erzählt, dass ich ganz, ganz schlimm dieses Imposter-Syndrom habe. Also, dass irgendwann mal alle Leute gleichzeitig bemerken, dass meine YouTube-Videos ganz, ganz furchtbar sind und dass meine Zeichnungen ausschauen wie die von 9-jährigen Kindern und dass alles, was ich mache, irgendwie Betrug ist und das alle gleichzeitig herausfinden. Das klingt jetzt vielleicht sehr blödsinnig, aber das sind manchmal so irrationale Ängste, die ich habe. Und ich merke, je länger ich das Ganze mache, desto wohler fühle ich mich selbst damit und desto mehr kann ich auch selbst meine Sachen wertschätzen. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Bilder wirklich selbst. Es ist sehr schwierig, sowas auszusprechen, finde ich, weil man so gelernt hat, das nicht so offen zu sagen. Kann das sein? Stimmt es? Ja. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Bescheidenheit ist natürlich immer mehr gefragt als Eigenlob, aber irgendwie finde ich es toll, dass ich das jetzt mittlerweile sagen kann, dass ich meine Sachen selbst wirklich richtig schön finde. Und wenn ich nicht sie gemalt hätte, würde ich mir vielleicht auch was davon bestellen. Und das freut mich einfach nur, dass ich das so sagen kann. Und ich weiß, dass es für viele Leute überhaupt nicht ihrem Geschmack entspricht. Aber das ist halt einfach so. Es gibt verschiedenste Geschmäcker und das ist ja auch schön und das macht ja auch die Welt bunter. Ja. So viel meine Gedanken dazu. Mein Imposter-Syndrom wird wahrscheinlich nie komplett weggehen. Ich glaube, das ist auch einfach schlicht ein Teil meiner Persönlichkeit. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, wenn es euch auch so geht, wenn ihr das auch habt. Genau, ansonsten lasse ich euch jetzt einfach noch ein bisschen zugucken.
Ich bin fertig und ich muss es euch zeigen, denn es ist so schön geworden. Die oberste Schublade ist übrigens immer noch die Horrorschublade mit der Arznei. Die sieht noch schlimmer aus. Also Arznei und Vorrat und alles nur noch reingeschmissen. Das ist so krass, wie die Hemmschwelle sinkt, wenn es eh schon unordentlich ist. Also das wird ein Projekt, was noch kommt. Aber da zeige ich euch mal diesen Traum hier. Also hier haben wir erstmal noch Karten, die ich auf Vorrat habe. Das da hier sind Karten, die nicht von mir sind, die ich auf Vorrat habe für Patreon. Dann haben wir hier meine kleinen Tütchen, meine großen Tütchen. Das da hier wird so ein kleines Bastelprojekt. Meine Umschläge, auch übrigens in so einer Box. Ich liebe es ja, wenn Sachen in Boxen sind. Na, wusstet ihr noch gar nicht. Dann meine Umschläge für die Grußkarten und hier hinten ein paar fertig gefaltete Grußkarten. Und das ist eine richtig, richtig schwere Schublade, aber es hat alles super reingepasst. Hier haben wir alle meine Prints, dann noch ein paar extra von diesen Plastikboxen, ein paar extra fancy Mr. Blubber. Hier sind meine Farben für den Drucker und noch so ein paar von diesen Plastikboxen, alle möglichen Papiere, das sind vor allem Papiere für Artprints und normale Blöcke und Tonpapier und meine Originale, solche Sachen und hier noch mein Verpackungspapier. Ja, und das war alles übereinander gestapelt früher und jetzt habe ich halt wirklich zu allem ganz einfach Zugang und das ist einfach nur so, so schön. Dankeschön fürs Dabeisein. Ach so, und hier unten habe ich völlig vergessen. Hier unten sind meine fertigen Bestellungen, übriges Washi-Tape und noch der Rest von den Umschlägen, die ich gekauft habe. Aber das war es jetzt wirklich. Ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also für Nerds und Freaks, ja? Aber was ich euch auch mal ganz ehrlich zeigen wollte, ist das Chaos hier, wenn ich gerade am Sticker schneiden bin. Dann sieht das hier nämlich so aus. Und ich bin gerade eben gegen diese Lampe hier gesammelt. Deswegen schwankt die noch. Wir haben keinen Geist. Nicht, dass ich wüsste. Also, ja. Da habe ich eine Box gebraucht, in der Kilians Stifte drin waren. Aber die wurden jetzt gleich mal rausgehauen, weil Boxen gehören der Mama. Ich gebe ihm dann was anderes Passendes. Hier liegen Bestellungen, fertige Bestellungen. Hier muss ich mein Papier zuschneiden. Noch eine Box. Oh, ja. Nom Nom Nummer 1. Nom Nom Nummer 2. So sieht der Tisch aus. Ja, so viel zum Thema Ordnung, ne? Aber das wird natürlich heute auch noch alles aufgeräumt. Und ich finde es irgendwie lustig, wie ich mich hier einkastel. Also ich muss tatsächlich über das Bett krabbeln, um zu meinem Platz zu kommen. Aber so ist es irgendwie am praktischsten. Ja, naja. Habt ihr das auch mal gesehen? Geh mal runter. Hast du Hunger? Magst du was Leckeres? Die Amy? Was Leckeres? Oh, ja, dann komm mit. Gibt's was Leckeres?